begrüße euch. Wir machen die Sendung Miniklick, den Fotokurs für Kinder. Ich bin der Heinz Lechner und hier sind meine Mitarbeiter. Wir machen einen fünfteiligen Fotokurs für Kinder, in dem wir die Geschichte der Fotografie kurz umreißen und die verschiedenen Kamera- und Filmtypen. Heute sind wir hier im Studio, aber wir gehen dann auch hinaus. Ihr werdet sehen, wie man Tiere fotografiert, wie man Landschaften fotografiert. Und auch, wie man mit Blitzlicht Menschen fotografiert. Wir werden einmal zeigen, wie eine Modefotografie zustande kommt. Einige Kameras vorstellen, die hier stehen, wie man mit denen umgeht. Und ein bisschen auch den Film natürlich erklären, das Material, mit dem aufgenommen wird. Und zum Schluss dann werden wir auch sehen, wie diese Filme, die wir gemacht haben im Laufe der Sendungen, ausgearbeitet werden. Wie ihr vielleicht schon gelesen habt, hat heuer die Fotografie ihr 150-jähriges Jubiläum. Das stimmt aber nicht ganz, denn die Fotografie ist eigentlich schon 160 Jahre alt. Das heißt, vor 160 Jahren wurden die ersten Fotografien bereits gemacht. Da haben zwei Franzosen damit experimentiert und haben die ersten Arbeiten damit gemacht. Und dann wollten sie das Ganze als Patent anmelden. Da war dann in Frankreich ein Rechtsstreit, der circa 10 Jahre dauerte. Und dann wurde dieses Patent eben nicht als Patent anerkannt, sondern freigegeben. Und deshalb können wir heute alle fotografieren. Jeder Mensch auf der Welt, der eine Kamera und einen Film besitzt, kann damit fotografieren. Heute sind also 150 Jahre seitdem vergangen. Und damals hat man mit sehr großen Kameras fotografiert. Und es war alles sehr, sehr schwierig. Und die Kameras waren sehr schwer. Eine von diesen Kameras haben wir hier. Das ist so ein klassisches Beispiel einer Porträtkamera. Und da hinten haben die Leute hineingeschaut. Das sind eigentlich zwei Kameras. Hier ist nur eine kleinere drauf, aber hier sieht man es deutlicher. Also hier vorne ist das Objektiv, da kann man den Deckel wegnehmen. Da kommt das Licht hinein, geht dann durch diesen Balken, geht das Licht durch und da hinten ist dann eine Mattscheibe. Nun würde man aber so nicht sehen. Deshalb haben die Fotografen früher und auch heute noch bei den modernen Kameras, bei diesen Großbildkameras, die wir dann sehen, muss man immer ein schwarzes Tuch drüber haben, sodass sich drin nichts spiegelt, dass man also wirklich das sieht, was man fotografieren will. Bei dieser alten Kamera kann man nicht viel verstellen, nur die Entfernung hier, also der Balken wird länger oder kürzer, die Entfernung, kann man die Entfernung genau fixieren dann auch, oder man kann eben das höher drehen, oder man kann es wieder niedriger drehen. Und jetzt gehen wir zu dieser modernen Kamera. Also diese Kamera, die ihr hier seht, ist im Endeffekt dieselbe wie die. Die ist vielleicht, ich weiß nicht, 1 oder 2 Jahre alt. Das ist ein Schweizer Fabrikat. Es hat ein Schweizer, der in Wien in die Fotoschule, und zwar in die höhere grafische Bundeslehr- und Versuchsanstalt gegangen ist, hat diese Kamera entwickelt. Der hat also auch mit diesen Kameras gearbeitet. Die nennt man, das sind alles Großbildkameras. Diese Kamera heißt Sinar. Und die hat nun natürlich viel mehr Verstellungsmöglichkeiten als die da drüben. Da konnte ich nur die ganze Kamera heben oder senken. Hier kann ich schon vorne die Objektivstandarte höher oder tiefer stellen, wie ihr seht. Dieser Teil, das ist die optische Bank, so nennt man das. Und ihr seht hinten die Mattscheibe, dann seht ihr eben den Balken und das Objektiv vorne. Also es gibt also bei den Objektiven vorne, gibt es sogenannte Normalobjektive, es gibt Teleobjektive und es gibt Weitwinkel. Der Weitwinkel bringt ganz viel drauf. Das Teleobjektiv bringt ganz wenig drauf, dafür holt es aber das, was es draufbringen will, viel näher her. Wir hatten also da die Großbildkamera, weil das Negativ hinten oder das Dia sehr, sehr groß ist. Das hier ist eine Mittelformatkamera und das Mittelformat hat immer 6 cm. Das heißt, hier ist es ein 6 mal 6 cm, negativ oder Dia. Seht ihr das da? Und jetzt gibt es Magazine, die sind dann auch wieder 6 cm so, aber dann von mir aus 7 cm hoch oder sogar 8 cm hoch. Oder es bleibt das, dass das 6 cm groß ist und dann ist aber nur 4,5 cm groß. Versteht ihr? Aber diese 6 cm bleiben, weil der Film eben, die Filmrolle 6 cm hoch ist. Das ist dann der Schieber des Magazines, den muss man dann raustun, weil sonst kann man nicht belichten. Ja? Also wenn ich den Schieber nicht heraustue, dann kann ich gar nicht abdrücken da mit der Kamera, dann funktioniert das nicht. Und das ist hier der Sucher da oben. Das heißt, ich mache da auf, dann kommt es heraus, dann muss ich so hineinschauen in die Kamera,
da unten mit der linken Hand hält man sie. Nach vorne kann man dann mit der rechten Hand hier die Entfernung oder die Zeit bzw. die Blende verstellen. Die Blende besteht aus Lamellen, die die Öffnung größer oder kleiner machen können. Und diese Öffnung funktioniert wie unser Auge, wie die Pupille in unserem Auge. Das heißt, je mehr Licht hineinfällt, desto weiter muss ich die Öffnung zumachen. Und je weniger Licht hineinfällt, desto weiter muss ich die Öffnung aufmachen. Hier ist es von 2,8 bis 22. 2,8, 4, 5, 6, 8, 11, 16, 22. Jetzt probiert es einmal, Astrid. Ganz fest unten halten, ja. Gut, vorsichtig. Und wo geht die linke Hand hin? Lass den Zeigefinger unten. Ganz genau so, ja. Das ist eine F4 von Nikon und ist im Moment die beste Kamera, die es für Profifotografen im Kleinbildsektor gibt. Kleinbild heißt, das Format ist 24 x 36 mm groß. Da haben wir zum Beispiel einmal die Zeiteinstellung. Von 4 Sekunden bis zu einer 8000stel Sekunde lang. So 8000stel ist extrem kurz. Und dann haben wir hier ein besonderes Objektiv, das nicht nur automatisch scharf stellt, deshalb heißt es Autofokus, sondern noch dazu ist es ein Zoom-Objektiv. Diese Kamera hier, diese ganz kleine, ist eine Minox. Das ist ganz eine winzige. Das ist meines Wissens nach die einzige, die so klein ist. Früher haben die Spione zum Beispiel alle mit der fotografiert. Und da hinten ist der Sucher und da vorne ist dann das Objektiv. Und bei allen diesen Kameras, egal ob es jetzt so eine alte ist, ob es eine solche ist oder eine Kleinbildkamera oder diese Minox, ganz egal was es ist oder Mittelformat, ihr dürft bitte niemals auf die Optik greifen. Die Optik ist das Objektiv. Beim Objektiv weder vorne noch hinten drauf greifen. Denn wenn ihr da drauf greift, dann habt ihr die Fingerabdrücke drauf und dann ist das Objektiv entweder kaputt oder unbrauchbar oder man sieht es irgendwie. Es ist schmutzig, ihr habt dann keine klare Sicht mehr. Ein ganz anderes Kapitel ist eben die Sofortbildfotografie, die Polaroid-Fotografie. Das heißt, das Bild kommt heraus und wird vor euren Augen, könnt ihr dann da liegen lassen und in ungefähr 1,5 bis 2 Minuten komplett durchentwickeln und man kann sofort sehen, ob das in Ordnung ist oder nicht. Ich mache jetzt probeweise ein Polaroid-Foto, dann sehen wir das einmal, ja? Gut, von wem mache ich das? Von euch allen. Da müsst ihr euch aber alle irgendwie, dann geht es hier beide doch hinter den dreien rüber. Gut. Schaut sie mal her da. Achtung. Und jetzt kommt es her. Jetzt schauen wir mal, wie sich's entwickelt da. Kommt sie mal schauen? Kommt's her. Also wenn ich den Film anders behandle, als er kodiert ist. Hier zum Beispiel, dieser Film hat 400 ASA oder ISO, das ist die Licht, das gibt die Lichtempfindlichkeit an. Also ein Film mit 400 ISO ist sehr, sehr stark lichtempfindlich. Das heißt, ich kann damit auch bei schwachem Licht noch fotografieren und ein Film mit 100 kann das nicht mehr zum Beispiel oder ein Film mit 64 ISO oder ASA. Also je höher diese Zahl ist, es gibt auch Filme mit 3200 ASA zum Beispiel, also noch viel, viel empfindlicher. Je höher diese Zahl ist, desto empfindlicher ist der Film. So, und dann haben wir noch eine Kamera, mit der wir alle fotografieren werden, eben beim Fotokurs. Und das ist eine einfache Kamera, da bleibt die Zeit automatisch auf einer 125stel Sekunde. Und dann brauche ich nur mehr hier oben schauen, wie viel Licht ich habe. Ihr seht eine ganz klare Sonne, eine leicht bedeckte Sonne, also eine halb bedeckte Sonne. Dann die normalen Wolken, also wenn es noch zwar einigermaßen hell ist, aber doch bewölkt, ordentlich bewölkt. Und dann, wenn es ganz starke Wolken sind, das ist hier. Das Einlegen zeige ich euch dann in der nächsten Sendung, damit ihr genau seht, wie das richtig funktioniert. Das heißt, ihr könnt bei der nächsten Folge dann schon selber den Film einlegen. Und dann gehen wir raus in die Landschaft und fotografieren zum Teil in Tirol und zum Teil im Burgenland. Wir werden Tiere und Landschaften fotografieren und Berge. Und ich freue mich, wenn ihr auch alle zuschaut. Und ich freue mich auf die nächste Woche. Bis dann.
begrüße euch herzlich zur Sendung Miniklick, unserem Fotokurs für Kinder. Wir drehen diesmal im Burgenland und in Tirol. Wir machen die Landschaftssendung heute und zum ersten Mal fotografieren wir nun wirklich mit unseren Kameras, mit unserem Bayrett hier. Und was müssen wir als erstes machen, wenn wir fotografieren wollen? Was ist das? Wir müssen einen Film einlegen, stimmt. Und wir legen einen Film nie in der Sonne ein. Wir müssen also, wenn wir einen Film einlegen, immer im Schatten sein. Das ist sehr, sehr wichtig. Und jetzt haben wir bei der Kamera auf der Seite einen kleinen schwarzen Knopf und drunter einen Pfeil. Habt ihr das alle? Und jetzt ziehen wir an diesem schwarzen Schalter hinunter in Pfeilrichtung und dann können wir die Kamera ganz einfach öffnen. So, und jetzt legen wir den Film ein. Das heißt, wir öffnen die Kurbel, wir ziehen das herauf. Wir achten darauf, dass dieser Teil des Filmes unten ist und der Teil, wo nichts hervorsteht, oben. Dann legen wir es so ein wie jetzt und machen die Kurbel wieder zu und fahren mit dem Knopf hinunter. Da ist jetzt der Schlitz. Da stecke ich den Film hinein und diese Löcher, die wir hier sehen im Film, die nennt man die Perforation des Filmes. Jetzt ziehen wir zuerst einmal auf. Und dann ist der Film schon ein bisschen gespannt, aber noch nicht richtig, ein bisschen weiter. Und jetzt achten wir darauf, dass die Perforation, also die Löcher des Filmes, genau in die Zacken dieses Rades hier hineingreifen. Und da haben wir jetzt gespannt und da machen wir die Kamera zu, den Kameradeckel. Und jetzt drücken wir ab, bis wir da hinten bei den Fenstern Einser sind. Dann gehen wir jetzt da hinüber und fotografieren. Gut, dann steigen wir aus. Und zuerst tun wir mal die Entfernung einstellen. Wenn wir Landschaften fotografieren, stellen wir meistens auf unendlich ein. Gut, dann müssen wir die Belichtung einstellen. Da stellen wir jetzt auf die dunkle Wolke bitte, weil es ziemlich dunkel ist da. Aber da, jetzt müsst ihr aufpassen, aber hinten ist wieder hell. Also jetzt könnt ihr eigentlich auch auf die helle Wolke gehen. Es kommt darauf an, was ihr fotografieren wollt. Da hinten möchtest du die Insel scharf haben und gut haben. Du musst es auf jeden Fall mal ganz auf unendlich stellen. Ja, gut. Und dann ist dahinter ja ein bisschen hell, weil da noch ein bisschen die Sonne kommt. Ja. Und die Insel ist aber dunkel. Mhm. Im Verhältnis zum Himmel ist die Insel dunkel, auch im Verhältnis zum See, weil ja der See den hellen Himmel widerspiegelt. Mhm. Ja, gut, also musst du auf dunkel einstellen. Das heißt, du musst da, geh weiter bis zur Wolke, ganz bis zur dunklen Wolke, bis zur dunklen Wolke. Dunkel. Ja, bis zur dunklen Wolke. Weil wenn du auf hell stellst, dann hast du zwar den Himmel gut, aber dafür ist da unten nur mehr ein schwarzer Fleck. Und ihr müsst immer ein bisschen hin und her probieren, denn dann könnt ihr die Bildgestaltung machen. Egal, was ihr fotografiert, probiert es einmal durch die Kamera schauen, ein bisschen links oder rechts gehen, ein bisschen rauf oder hinunter gehen und dann wisst ihr, so und so gefällt es mir am besten und dann löst ihr aus. Bevor wir jetzt auf einen Tiroler Bauernhof gehen, sind wir zuerst in der Landeshauptstadt von Tirol, nämlich in Innsbruck. Und jetzt sind wir hier direkt vor dem Goldenen Dachel, dem Wahrzeichen Innsbrucks. Also rund ist die Erzherzog-Friedrich-Straße und wir stehen da und werden jetzt ein bisschen Architektur fotografieren. Ich werde euch Tipps geben, wie man fotografiert am besten Architektur. Also Architektur, das sind Häuser, Denkmäler, Kirchen, was immer. Und worauf man da am besten achtet. Wir haben zwar heute ein bisschen ein schlechtes Wetter, es regnet sehr leider, aber das macht uns gar nichts, weil das Dachel sieht man gut. Und jetzt werden wir da mal fotografieren. Jetzt machen wir alle die Kamera auf, bitte. Und jetzt schaut einmal durch den Sucher durch. Und schaut, dass ihr das goldene Dachel voll im Bild habt. Ja? Moment, du musst bitte alle Hochformatig arbeiten. Und auf die Dunkelheit. Hochformat. Moment, zuerst, jetzt tun wir noch gar nichts einstellen von der Belichtung. Nur einmal durchschauen und Hochformatig schauen, bitte. Ja? Fällt euch da was auf? Wenn ihr so hinüberschaut, dann habt ihr... Ja. Jawohl, es biegt sich. Ganz genau, es biegt sich. Genau, Sarah. Und darum geht es jetzt nämlich, um das Biegen. Das ist eine stürzende Linie. Also wenn wir von da hinunter fotografieren, nämlich hinunter, dann gibt es genauso eine stürzende Linie, wie von unten, wenn man hinauf fotografiert. Bloß wenn man hinauf fotografiert, ist die stürzende Linie so. Und wenn man hinunter fotografiert, ist die stürzende Linie so. Das heißt, immer... Vom Fotografen weg ziehen sich die Linien dann zusammen. Also wenn man von unten hinauf fotografiert, ziehen sich die Linien in der Spitze oben zusammen und von oben hinunter in der Spitze unten. Ist das alles klar? Mhm. Gut, und das ist sehr wichtig. Und da müssen wir aufpassen. Manchmal kann das sehr schön sein, so ein Effekt, wenn dann die Spitze ist. Das kann manchmal sehr schön sein, aber meistens wollen wir ja ein Foto machen, so wie es da ist.
Und jetzt schaut einmal nur durch, aber noch nicht fotografieren. Und ich glaube, es ist besser, wenn wir es querformatig machen, denn dann entgehen wir der Gefahr, dass wir eine stürzende Linie haben. Dann schaut sie natürlich in dem Fall, dass das goldene Dachl in der Mitte ist. Das ist ja da sehr wichtig, weil wir haben da keine Personen, wir haben da nichts anderes Interessantes. Wichtig ist da, dass wirklich das goldene Dachl genau in der Mitte ist. Das ist sehr wichtig, ja? Gut. Und was nehmen wir jetzt für Belichtungszeit her? Was tun wir denn jetzt? Wir brauchen nur aufs Symbol schauen. Die helle Wolke, ganz genau, weil es ist hier sogar heller als im Burgenland. Deshalb nehmen wir jetzt die helle Wolke. Und die Entfernung. Das ist ungefähr 8. Ja, die helle Wolke einfach. Was ist mit der Entfernung? Ja, stimmt, genau. Weil es mehr als 10 Meter ist, haben wir alle die Entfernung auf unendlich. Und jetzt probieren wir dann einmal zu fotografieren. Du musst ganz ruhig halten, die Kamera. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass du auch selber die Kamera gerade hältst. Wenn du die Kamera nicht gerade hältst, dann nutzt es nichts, wenn das Gebäude gerade steht oder wenn du da einen guten Standpunkt aussuchst. Denn wenn du die Kamera nach unten hältst, hast du trotzdem die Sturzenlinien. Also gerade halten die Kamera und in der Mitte des Gebäudes und jetzt ganz ruhig auslösen, den Finger ganz ruhig runter. Mach da keinen Stress. Ganz, jawohl, siehst du, wie es geht? Mhm. Genau so, alles bestens. Wenn wir oben in den Bergen sind, müssen wir auf manche Sachen ganz besonders Acht legen. Wir müssen darauf Acht legen, dass es im Moment zwar Gott sei Dank alles sehr grün ist, aber im Winter zum Beispiel, wenn es schneit, ist alles weiß. Und der Schnee reflektiert auch von den Bergen weg her. Das heißt, der Schnee reflektiert das Licht noch stärker natürlich. Genauso, wenn wir zum Beispiel am Meer sind auch oder an einem See. Weil Wasser und Schnee reflektieren sehr stark das Licht. Und da müssen wir aufpassen, dann können die Aufnahmen sehr leicht überbelichtet sein. Deshalb müssen wir für solche Sachen, macht bitte alle mal die Kamera auf. In solchen Situationen, wenn die Sonne also besonders scheint und wir sind in den Bergen bei Schnee bzw. am Meer oder an einem See oder so und direkt, wenn wir direkt am Wasser fotografieren, beziehungsweise im Schnee, müssen wir ganz hinaufgehen, ja? Bei den Zeichen oben, also von den Wolken und von der Sonne weg, bis es nicht mehr weitergeht. 22, ganz genau, die kleinste Blende. Jetzt ist kein Schnee, jetzt braucht man es auch nicht. Was nehmen wir da jetzt zum Beispiel? Schaut mal. Es ist bewölkt. Das müsst ihr aber aufpassen. Ihr fotografiert es da hinunter, ja? Jetzt müsst ihr aber aufpassen, ihr habt die eingestellt auf die bedeckte Sonne. Das kann nicht stimmen, denn die bedeckte Sonne, das gilt vielleicht im Moment da heroben, wo wir sind, weil es da sehr hell ist. Aber da unten sind ja lauter Bäume, da ist es sehr dunkel. Von hier aus gesehen nach unten ist es ziemlich dunkel. Ganz genau, wir nehmen hier alle die helle Wolke. Wenn wir jetzt diese Kühe fotografieren, müssen wir ganz vorsichtig, bitte geht es wirklich ganz langsam hin, alle. Die erschrecken, langsam. Das hat gar keinen Sinn, schaust, die laufen uns davon. Aber jetzt können wir sie von da aus fotografieren, das geht eh ganz gut. Bleiben wir mal da stehen, ja. So, jetzt geht es ganz vorsichtig bitte an den Zaun heran, ganz vorsichtig, dass sie nicht erschrecken, sonst laufen sie noch weiter weg. Ja, gut. Und jetzt tun wir mal die Kühe da fotografieren. Wie fotografieren wir sie? Ihr müsst aufpassen, wenn sie so hintereinander unmittelbar stehen, schaut das nicht sehr gut aus. Jetzt ging es zum Beispiel, weil die eine den Kopf hinunter tut. Aber wenn beide den Kopf heroben haben, dann schaut es aus, als würde die hintere aus der vorderen herauswachsen. Das ist nicht gut. So geht es jetzt gut. Die Hellen sollen das machen. Da soll sie jetzt bitte alle auf die bedeckte Wolke gehen mit der Belichtung. Alle bedeckte Wolke bitte. Die Sonne, ne? Nein, die Wolke. Die helle Wolke, Entschuldigung. Verzeihung, die helle Wolke natürlich. Stell die helle Wolke und, ja, 2,5 Meter, 3 Meter ungefähr. 3 Meter würde ich eher sagen. Du hast 4 Meter, stimmt, ja, genau. Von weiter hinten sind es 4 Meter. Sarah, wir gehen ganz langsam, dass wir sie vielleicht von vorne kriegen. Aber wir müssen ganz vorsichtig sein, dass sie nicht erschrecken und wegrennen. Schauen wir vielleicht besser ins Tal inzwischen, denn dann glauben sie nicht, dass wir es auf sie abgesehen haben. Und dann müssen wir es ganz langsam umdrehen, nicht ruckartig, bloß nicht ruckartig, sonst rennen sie wieder. So, jetzt geht's. Schau, jetzt können wir sie von vorne fotografieren. So, jetzt haben wir die Kühe fotografiert. Ihr könnt es da weiter fotografieren. Ihr könnt es aber auch hinunter ins Tal fotografieren. Da hinunter nach Schwarz oder da drüben nach Fomp, diese Ortschaft, wo ihr momentan wohnt. Passt bitte auf die Wolken um, passt auf, dass ihr richtig belichtet. Und jetzt haben wir eigentlich diese Sendung beendet, aber ich freue mich sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder zuschaut.
Und nächstes Mal eine ganz tolle Kinderparty. Und ich freue mich sehr, wenn ihr auch hier nächste Woche wieder dabei seid und so viel Vergnügen habt mit dieser Sendereihe wie wir. Ich begrüße euch wieder zur Sendung Miniklick, zu unserem Fotokurs für Kinder mit meinen 5 Freunden hier im Studio. Heute sind wir wieder im Studio, im Porträtstudio. Das letzte Mal, wie ihr euch erinnern könnt, waren wir im Burgenland, wir waren in Tirol, wir haben Tiere fotografiert, Landschaft, Architektur. Und heute sind wir eben hier, um Porträt zu fotografieren. Was ist ein Porträt? Ein Porträt ist ein Abbild eines Menschen. Das kann gemalt, fotografiert, gezeichnet, wie auch immer sein. Auf jeden Fall ist es ein Abbild eines Menschen. Da gibt es verschiedene Arten. Es gibt ein Porträt, das nur das Gesicht zeigt. Es gibt ein Porträt, das ist ein Brustbild, das klassische Porträt ist ungefähr so groß. Dann gibt es ein Porträt ungefähr bis hierher. Dann, wenn man steht, gibt es das Porträt als Kniestück, also praktisch bis zu den Knien und natürlich immer vom Kopf weg. Und dann die Gesamtfigur, weil man also die Schuhe hat, bis herauf zum Kopf. Etwas sehr Wichtiges beim Fotografieren ist die Tatsache, dass ihr beim Fotografieren selber nicht nur als Modell, sondern auch wenn ihr selber fotografiert, gerade sitzen müsst. Denn wenn ihr so sitzt, dann könnt ihr nicht richtig fotografieren. Jetzt nehmt einmal alle den Fotoapparat her. Und jetzt schauen wir mal den Daniel an. Daniel, setz dich mal so vor. Setz dich so vor. Vorsichtig, dass das nicht reinkommt ins Bild. Immer auf die Kameratasche aufpassen, auch beim Hochformat. Er macht also einen Rundrücken, wie ihr seht. Die Schultern verspannen sich total. Das ist also vorne dann, so aufgestützt. Es schaut schrecklich aus. Deshalb, wenn er gerade sitzt, setzt ihr mal gerade hin jetzt, schaut er gleich ganz anders aus. Der Gesichtsausdruck ist entspannter. Es ist viel besser. Jeder Porträtfotograf würde euch sagen, ihr sollt gerade sitzen. Die klassische Porträthaltung ist eigentlich die, man soll so sitzen, ein bisschen seitlich schauen. Was bedeutet eigentlich der Rahmen da drin im Sucher? Der Rahmen, den du da drin siehst, beschreibt das fertige Foto. Das heißt, alles, was sich innerhalb dieses Rahmens befindet, ist dann am fertigen Foto. Du siehst nur ein bisschen mehr bei dieser Kamera. Bei einer Spiegelreflexkamera als Beispiel siehst du aber genau das, was du durch den Sucher auch siehst. Da müsst ihr immer aufpassen. Ihr müsst auch aufpassen, dass diese Personen, die ihr fotografiert, sich nicht allzu schnell bewegen, sonst wird es verwischt. Und auch selber natürlich immer die Kamera ruhig halten beim Fotografieren, egal was passiert. Und wenn da ein Autorennen ist, das nützt gar nichts, wenn ihr da mitreist, sondern ihr müsst die Kamera ruhig halten, weil das Auto sich so schnell bewegt, dass wir ganz, ganz viel Licht und einen ganz hochempfindlichen Film bräuchten, um das scharf zu fotografieren von der Seite, weil einfach die Bewegung zu schnell ist. Was ganz besonders wichtig ist, ist das Recht am eigenen Bild. Wenn wir jemanden fotografieren wollen, der das nicht wünscht, dann dürfen wir das nicht tun. Es ist respektlos und wir wollen nie respektlos sein. Die einzige Ausnahme, die es gibt bei diesem Recht aufs eigene Bild, das sind Personen des öffentlichen Interesses. Das heißt, es sind berühmte Personen. Also als Beispiel jetzt, weil du vorher genannt hast, den Michael Jackson. Den könnt ihr immer fotografieren. Der hat kein Recht auf sein eigenes Bild. Überhaupt ist das Fotografieren eine ganz, ganz sensible Angelegenheit und man muss immer aufpassen, dass man das wirklich im richtigen Moment macht. Ihr müsst auch aufpassen. Wisst ihr, so ein Film kostet viel Geld, eine Kamera kostet auch viel Geld. Wenn ihr zu viele Aufnahmen macht, die dann nichts werden, ist das doch schade ums Geld. Versteht ihr, was ich meine? Also tun wir lieber warten und nur dann abdrücken, wenn es sich wirklich lohnt, nicht vorher. Was sollen wir eigentlich da in dem Raum einstellen, wenn wir fotografieren wollen? Bei diesem Raum hier ist es nicht so tragisch, dieser Raum ist relativ hell. Dann würde ich nehmen Blende 4 und eben die
Längste Belichtungszeit bei diesem Apparat ist eine 1/30 Sekunde. Und jetzt probieren wir das alle mal aus. Jetzt setzen wir praktisch die Theorie in die Praxis um. Jetzt gehen wir mal alle da hinüber und da fotografieren wir, ja? Gut, kommt's, stimmt auf. So, nicht so weit an die Wand, jetzt geht es mal ein bisschen weg. Und einer ist es das erste Modell. Entfernung richtig einstellen, das ist sehr wichtig. Schau mal, wie weit bist du weg? 1,5 Meter, ja, so ungefähr. 1,7, glaube ich, haben wir drauf. Ne? Wie weit hast du denn drauf? Hast du bis daher? Na dann, weißt du was, ich habe eine Idee. Geh ein bisschen weiter zurück, denn wenn du so auf den Zehenspitzen stehst, dann verwackelst du es. Geh, das hat ja schon der Daniel gemacht. Geh mal näher her und probier mal mit dem Querformat ein Porträt von ihm zu machen. Ganz normal, ja. Näher zusammenrücken, auseinander, anders schauen, ob sie sich gegenseitig anschauen sollen oder ob sie zu euch schauen sollen. Sagt ihnen, wie ihr es haben wollt. Ihr seid die Fotografen. So, und jetzt sind wir hier an einem Schminktisch. Wir werden jetzt einmal zeigen, wie das mit einem professionellen Modell funktioniert, nachdem wir da drüben selber fotografiert haben. Wir haben jetzt diesen Schminktisch von der Brigitte Just, die haben wir da. Kommst du bitte her, Brigitte? Grüß dich, Brigitte. Hallo Heinz. Das ist die Brigitte. Und die Brigitte ist eine Visagistin und eine Stylistin. Das heißt, sie schminkt die Modelle, sie macht auch die Haare der Modelle und dann sieht sie sie entsprechend an. Und wir haben auch ein Modell da, die Bärbel. Kommt die Bärbel auch her, bitte? Servus. Grüß dich, Bärbel. So, das ist die Bärbel und die Bärbel wird jetzt heute so hergerichtet. Und zuerst, damit wir den Gegensatz sehen, machen wir ein paar Fotos von der Bärbel, so wie sie jetzt aussieht. Und dann machen wir natürlich einige, wenn sie ganz, ganz toll geschminkt ist. Das Wichtigste für ein schönes Foto ist eine gute Grundierung. Und durch ein regelmäßiges Make-up wird die Haut einfach viel, viel schöner bei jedem Menschen. Es ist üblich, dass man vor Beginn der Arbeit sich kurz zusammensetzt und über den Stil des Fotos spricht, das entstehen soll. Davon hängt ja dann auch Farbe ab oder Art der Haare, Grundierung. Es hängt auch davon ab, ob ein Fotograf Filter verwendet oder nicht. Wenn zum Beispiel Rotfilter verwendet werden, werden bei Schwarz-Weiß-Fotos die roten Lippen plötzlich unsichtbar. Muss man dann Lippenstifte verwenden mit wesentlich mehr Blauanteil, die in Natura fast unmöglich dann ausschauen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass die Brigitte das Ganze stark überzeichnet. Das heißt, wann immer sie schminkt, muss sie, wenn fotografiert wird, das Make-up viel, viel stärker machen als in Natura. Weil der Film eine kritiklose Masse ist, die das frisst, was sie vorgesetzt bekommt. Deshalb sieht es manchmal sehr, sehr hässlich aus, wenn wir es mit unserem Auge anschauen. Und der Fotoapparat sieht es aber wunderschön. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, that's wonderful. Das ist so diese klassische Modeaufnahme eigentlich. Der klassische Stil. So noch. Ja. Und jetzt machen wir die Ganzfigur. Jetzt bitte ich dich aber, dass du dich anders hinstellst. Lehn dich irgendwie von der Seite an. Schau mal her. Vielleicht so. Warte mal. Vielleicht kannst du irgendwie so machen. So oder so runter. Ja, irgend sowas. Gut. Ja, genau. Die Brigitte geht ihrer Arbeit nach. Die schaut immer wieder, ob das alles stimmt. Die muss das überprüfen. Dadurch, dass sich die Bärbel bewegt, muss die Brigitte wieder den Sitz der Haare richten. Sie muss ab und zu den Hut richten, sie muss schauen, ob das Make-up stimmt, ob sie nicht irgendwo glänzt, dann müsste sie es mit Puder wieder abdecken. All das muss berücksichtigt werden. Das heißt also, die Brigitte ist mit ihrer Arbeit nicht zu Ende oder nicht fertig, bloß weil wir zu fotografieren beginnen, sondern im Gegenteil, Birg ist dann erst weiter. Okay, so. Nachdem wir jetzt alle hier praktisch in einem Fotostudio mit dieser tollen Blitzanlage gearbeitet haben,
werden wir nächste Woche um dieselbe Zeit wieder fotografieren, auch wieder mit einer Blitzanlage, aber mit unserer ganz kleinen, mit den Blitzen, die wir auf unsere Bayret-Kameras hinaufgeben. Und dann werden wir fotografieren bei einer Kinderparty. Ich hoffe, ihr seid alle wieder dabei. Ihr werdet dann sehen, wie wir damit arbeiten und all das, was wir bisher gelernt haben, verwerten. Bis dann, auf Wiedersehen. Ich begrüße euch zur Sendung Miniklick, unserem Fotokurs für Kinder. Ihr könnt euch erinnern, dass wir das letzte Mal Blitzfotografie gemacht haben im Fotostudio. Wir hatten die Bärbel dabei und die Visagistin, die sie geschminkt hat, und wir hatten einen großen technischen Aufwand. Und heute machen wir das alles im Kleinen. Wir können das genauso gut machen mit der kleinen Blitzanlage. Unsere kleine Blitzanlage stecken wir dann drauf und wir werden dann alles, was wir bisher gelernt haben, über Porträtfotografie, auch über die Tierfotografie, das heißt über die Bewegung, das werden wir heute alles verwenden. Bevor wir das allerdings machen, möchte ich euch einige grundsätzliche Sachen für die Fotografie noch erklären. Zuerst einmal den Kamerastandpunkt. Das heißt, ihr sollt Menschen, wenn ihr sie fotografiert, nicht unbedingt von unten fotografieren, sondern nach Möglichkeit auf Augenhöhe oder höher. Also immer darauf achten. Zweitens, wenn ihr fotografiert, bitte ganz ruhig auslösen. Nicht mit der Kamera runter oder raufreißen, sondern die Kamera ruhig halten und dann ruhig fotografieren, also ruhig auslösen. Das nächste ist, dass wir Bewegungen einfrieren können. Das heißt, wir können eine Bewegung, die jemand macht, einfrieren mit Hilfe des Blitzapparates, aber sonst nicht. Außer wir nehmen eine extrem schnelle Belichtungszeit. Und ansonsten ist es so, wenn wir einen Menschen fotografieren, der sich gerade sehr bewegt, dann ist es unscharf, das Bild, und es ist nicht günstig. Und dann noch etwas Wichtiges, man soll das Bild verdichten. Verdichten heißt, näher an das Objekt, das man fotografiert, was immer das nun sei, ein Mensch, ein Tier, ein Haus, ganz egal was, näher herangehen. So, dass man wirklich den Menschen am Bild hat und nicht, ich weiß nicht, den ganzen Himmel und unheimlich viel Landschaft und ganz winzig klein drin einen Menschen. Das ist ja nicht Sinn und Zweck der Übung, sondern wenn wir den Menschen zeigen wollen, müssen wir herangehen an den Menschen. Das nennt man das Bild verdichten. Und zur Blitzlichtfotografie müssen wir natürlich auch noch einiges sagen. Es kann sehr, sehr gefährlich sein, wenn wir einen Menschen mit dem Blitz frontal fotografieren, das heißt von vorne, und dem in die Augen leuchten mit dem Blitzapparat, denn wenn der erschrickt dadurch, wenn er es vorher nicht weiß, dann erschrickt er reißt die Augen auf, die Pupillen sind ganz groß und das kann dann zu Verletzungen der Netzhaut führen. Und das wollen wir alle nicht, deshalb müssen wir darauf achten, dass wir da den Menschen das vorher sagen, Achtung, ich fotografiere dich jetzt mit Blitzlicht, dann ist er vorbereitet, erschrickt nicht und dadurch ist das Auge auch nicht so empfindlich. Außerdem müssen wir darauf achten, dass wir, wenn wir wirklich eine Porträtsitzung jetzt mit jemandem machen als Beispiel, dass wir dann einen körperfarbenen Puder verwenden und den Menschen ein bisschen abschminken. Das heißt, die hellen Stellen abdecken, denn sonst mit dem Blitz, der verstärkt das Licht ganz unheimlich, wirkt es dann, als würde er, ich weiß nicht, sich mit Speck eingeschmiert haben oder mit irgendeiner starken Fettcreme, denn dann leuchtet es unheimlich hell. Und ich habe euch gesagt, der Film ist eine träge Masse, die das, was sie serviert bekommt, kritiklos frisst. Und deshalb müssen wir das so machen, dass die Stellen nicht so glänzen, weil sonst zeigt es der Film viel zu stark. Viel stärker, als unser Auge das sieht. Und jetzt wollen wir dann wirklich fotografieren anfangen mit dem Blitz. Wir haben heute hier eine Kinderparty und wir freuen uns sehr drauf. Wir machen einen Stargast. Und jetzt nehmen wir mal alle das Blitzgerät bitte her und stecken das auf diesen Blitzschuh hinauf. Das hier auf der Kamera da oben, das ist ein Blitzschuh, so nennt man das. Und wir stecken das Blitzgerät hier auf den Blitzschuh hinauf. Ja? Habt ihr das alle? Ganz vorschieben bitte, dass es richtig hängt, dass es richtig festhält. Es muss richtig fest sein. Dann haben wir hinten einen Schalter. Seht ihr den? Ja. Da steht an und off. Das heißt aus oder ein.
Und wir schalten jetzt ein. Das heißt, wir drücken den Schalter auf On nach oben. Ja, tun wir das alle? Gut. So. Und jetzt könnten wir eigentlich fotografieren, aber wir müssen jetzt noch was beachten, ganz was Wichtiges. Wir müssen natürlich alles jetzt richtig einstellen. Wir haben auf der Seite hier ein Blitzzeichen, seht ihr das? Bei den Zeiten? Auf der linken Seite, habt ihr das? Mhm. Beim 30. Genau, bei einer 30. Sekunde. Da stellen wir das alle ein. Ja? Mhm. Gut. Die Blende jetzt könnten wir eigentlich da ablesen. Das ist eine Tabelle. Ich kann euch das aber gleich jetzt sagen, damit es nicht so umständlich ist. Wir nehmen bitte alle die Blende 5,6 oder 8. Und dann natürlich bei jeder Aufnahme aufs Neue, das bleibt uns nicht erspart, müssen wir natürlich die Schärfe richtig neu einstellen. Ist alles klar? Jetzt werden Heinz und die Kinder uns fotografieren. Wir singen gemeinsam ein Lied, die wir schon studiert haben ein bisschen. Es geht um einen Traum, den ich als Kind gehabt habe. Ich habe geträumt, dass plötzlich, ich habe angefangen zum Fliegen, ich sah meine Stadt, Meer und dass die Sonne mir einen Strahl schenkte. Wie heißt das Lied? Sole sans soleil. Okay. Danke sehr, Etas Kollo. So, das war heute die Blitzfotografie in unserer Sendung Miniklick. Wir haben heute vorher schon von dem Kamerastandpunkt gesprochen.
haben aber diesmal eine Ausnahme gemacht. Die Eta Scolo ist ein großer Showstar und solche Leute kann man ruhig auch von unten fotografieren, weil sie sonst ja auch auf einer großen Bühne stehen meistens und da ist man automatisch dann etwas tiefer und da kann man natürlich nicht auf Augenhöhe fotografieren. Und jetzt noch ein kleiner, aber sehr wichtiger Tipp für euch alle. Vielleicht schauen auch ein paar Touristen zu, an die ist das nämlich adressiert. Wenn wir den Stephansdom oder den Eiffelturm bei Nacht fotografieren wollen, dann bitte nicht mit dem Blitz. Denn egal, ob so ein kleiner Blitz oder eine große Blitzanlage, das genügt alles nicht. Wenn man solche, also ein Baudenkmal, ordentlich fotografieren will in der Nacht, hilft nur eines, die Kamera auf Stativ und eine Langzeitbelichtung. Das heißt, vielleicht 5 Minuten, vielleicht 10 Minuten, eventuell sogar eine ganze Stunde belichten. Und nur so wird die Aufnahme dann korrekt und richtig belichtet. Und so kann man dann den Stephansdom dann auch in der Nacht richtig erkennen. Alles andere ist sinnlos. So ein kleiner Blitz reicht vielleicht 10 Meter, vielleicht sogar 20 Meter, aber niemals 500 Meter hoch. So, und das nächste Mal sehen wir jetzt etwas sehr Wichtiges. Wir sehen das nächste Mal die Ausarbeitung der Fotos, die wir im Laufe der Zeit gemacht haben. Nicht nur hier heute bei der Party, sondern auch die Landschaftsfotografie und Porträtfotografie. Und wir werden diese Bilder dann, wenn sie fertig sind, auch besprechen und ein kleines Resümee ziehen. Und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe, bis nächste Woche, alles Gute und danke. Ich begrüße euch wieder zur Sendung Miniclick, unserem Fotokurs. Heute sind wir hier in einem Fotogeschäft und ihr könnt euch erinnern, wir haben Porträts fotografiert, wir haben Kinder fotografiert bei der Party letztes Mal, wir waren in der Landschaft draußen in Tirol im Burgenland und haben Architektur fotografiert und all die Filme, die wir fotografiert haben, die müssen wir dann natürlich entwickeln lassen. Das heißt, wir bringen sie zum Fotohändler und dann gehen sie ins Labor und dann werden sie fertig entwickeln und wir kriegen dann die fertigen Bilder. Bevor wir sie allerdings kriegen, müssen wir natürlich die Filme abgeben. Das heißt, wir tun jetzt alle die Filme heraus, bitte. Und geben Sie dieser Dame hier, bitte. Grüß Gott. Das sind nun die Filme, die wir bei der Kinderparty entwickelt haben. Haben wir alle 5 da, bitte? Ja. Muss man die auch heraustun? So, und die werden nun hier entwickelt und die Dame wird uns bitte erklären, was da genau passiert und in welcher Größe, bitte. Ihr könnt eure Fotos in 2 verschiedenen Größen bekommen, in 9x13 und 10x15, entweder glänzend oder matt. Es gibt verschiedene Labors. Innerhalb von einer Stunde könnt ihr glänzende Bilder bekommen in den Größen 9x13 und 10x15. Das sind diese beiden Größen, ne? Hier. Das sind diese beiden Größen. Ja. Also 10x15 ist so groß wie eine Postkarte. Oder im Kodak-Labor in der Zeit von 24 Stunden in glänzend oder matter Oberfläche. Mhm, mh. Und da kann man sie aber auch größer haben dann, oder? Da können Sie auch 13x18 oder noch größere Bilder haben. Und was schreiben Sie nun bitte auf diese Taschen hinauf? Ich schreibe jetzt Ihr Filmformat und die Größe Ihrer Bilder, die Sie haben möchten. Ja, 10x15 wollen wir das haben, ja? Wollen wir es alle 10x15 haben, ja? Ja, dann kreuzen wir das Format 10x15 an. Und jetzt möchte ich deinen Namen wissen, bitte. Astrid. So, das war der Film, bitte. Ja, du bekommst deinen Film ab einer Stunde mit diesem Zettel, Astrid. Ja. So, und jetzt nehmen wir deinen Film, auch 10x15. Und wie ist dein Name? Georg. Georg. Mit diesen Zetteln? Ja. Und? Daniel. Daniel ist dein Name. Du bekommst ihn auch zu dieser Zeit. Okay.
bitte. So, jetzt haben wir alle die Abholzettel, die müssen wir gut aufbewahren, dass wir in einer Stunde wirklich die Filme wiederkriegen. Und ich erkläre euch nun kurz die verschiedenen Arten der Entwicklung. Da gibt es einmal die maschinelle, die wir dann sowieso im Labor sehen. Und dann gibt es die händische, also man kann das alles mit den Händen machen. Muss man zuerst, vor allem bei Schwarz-Weiß, machen das die Leute zu Hause öfter selber. Die geben den Film in eine Dose, tun ihn dann entwickeln. Und dann, wenn er fertig entwickelt ist, der Film, dann wird er vergrößert. Das heißt, der Film wird in einen Vergrößerungsapparat eingespannt und dann wird hinunterbelichtet auf das Papier, auf das Fotopapier. Das Fotopapier, das unten liegt, ergibt dann ein latentes Bild. Ein latentes Bild ist also ein Bild, das wir nicht sehen können. Und damit es dann sichtbar gemacht wird, geht es dann in die chemikalischen Bäder. Also zuerst in den Entwickler, da gibt man es hinein und schaukelt ein bisschen mit der Flüssigkeit, damit es voll bedeckt wird und dann wartet man, bis man sieht, aha, jetzt ist es richtig, dann nimmt man es heraus und gibt es ins nächste Bad, das ist das Stoppbad. Im Stoppbad wird die Entwicklung unterbrochen, sie wird beendet, aber es muss ja dann noch fixiert werden, also es muss haltbar gemacht werden. Dann gibt man es in die nächste Schale hinein, in die Fixierschale. Da wird das Bild dann ausfixiert und dann nimmt man es wieder heraus und gibt es ins Wasser und im Wasser wird es dann gereinigt, eben die restliche Chemie wird abgewaschen. Und dann wird es herausgenommen und getrocknet. Getrocknet wird es entweder an der Luft oder in einem eigenen Trockenschrank. So etwas gibt es auch. Und dann ist diese Schwarz-Weiß-Entwicklung praktisch abgeschlossen. Wir haben dann das fertige Schwarz-Weiß-Bild. Dasselbe können wir auch in Farbe machen. Und in Farbe ist es viel komplizierter. Bei Farbe müssen wir absolute Dunkelheit haben. Und dann, eben wenn der Film entwickelt ist, wieder derselbe Vorgang wie vorher bei Schwarz-Weiß. Also er wird hinunterbelichtet, das Negativ, auf das Papier. Und dann nimmt man das Papier heraus, gibt es in eine Trommel hinein. Die Trommel kann man dann entweder am Boden so rollen oder auf eine Maschine geben. Und die Maschine rollt das dann selber, eben so lang, wie die vorgeschriebene Zeit ist. Und dann kann man es herausnehmen, dann auch wässern und dann wird es aufgehängt und auch getrocknet. So, und jetzt haben wir gesehen, wie das mit manueller, also mit händischer Ausarbeitung funktioniert. Und jetzt werfen wir einen Blick ins Labor, und zwar ins Schnelllabor, und sehen, wie das mit der maschinellen Entwicklung funktioniert. So, jetzt sind wir hier im Labor, das ist die Susi, die Laborantin, und die würde uns jetzt erklären, was da überhaupt passiert mit dem Film. Ich nehme den Film hier jetzt und bereite ihn vor zum Entwickeln. Mit dem Laschenzieher hole ich jetzt den Filmanfang heraus. Jetzt kommt dann diese Vorrichtung. Ja. Schneide ich hier den Filmanfang ab. Ja. Der Film bekommt hier seine Filmnummer. Ja. Nämlich diese Karte, das heißt bei uns Lieder. Ich befestige den Film jetzt an dem Lieder. Ja. Doppelt, damit es richtig hält alles. Ja. Ja. Und jetzt kommt er zur Entwicklungsmaschine. Und da legst du die Patrone hinein. Ja. Und den Lieder vorne, ja. Und jetzt? Jetzt mache ich den Deckel zu. Also jetzt ist der Film in der Entwicklungsmaschine und läuft da durch, ja. Und jetzt schauen wir uns bitte an, was da genau passiert. Das ist der Entwickler. Ja. Das ist der Bleicher. Ja. Das ist der Fixierer. Hier kommt die Wässerung. Und da ist der Stabilisator. So, jetzt sitzen wir hier am Printer. Das ist dieses Gerät hier, das aus dem Negativ, das ihr da seht, ein fertiges Papierbild macht. Und bitte, Susi, erklär uns nun, was da passiert, was du da wirklich machst. Ich stelle hier 10x15 ein. Ja. Es gibt natürlich auch noch 9x13, 10x13 oder 10x10. Ja. Ich habe hier das Objektiv für 10x15. Ja. Und kopiere jetzt mittels dieser Tastatur das Bild, das Negativ hier, auf die Papierrolle, die hier drinnen ist. Und was ist das hier bitte? Genau, noch einmal, du hast da verschiedene Tasten. Was sagen diese Tasten? Das sind die Grundfarben, Cyan, Magenta, Yellow. Also Cyan ist blaugrün, Magenta ist purpurrot und Yellow ist gelb. Und was, da herunten hast du ja auch noch Tasten. Was sind das für welche? Hier habe ich die Dichte-Tasten. Also das heißt, ob es heller oder dunkler wird, das Bild. Das kannst du korrigieren. Ja. Ja, zum Beispiel, wenn ein Negativ normal belichtet ist, belichte ich es hier mit der Normaltaste. Ja, mit der Normaltaste, ja. Zeigst du uns das jetzt bitte.
Gut, und was ist das bitte? Das ist der Monitor, daran sehe ich, wo sich die Bilder in der Entwicklungsmaschine befinden. Ja. So, jetzt geben wir hier die Streifen ab. Grüß Gott. Ja, wir waren vor einer Stunde da und jetzt wollen wir bitte die Filme abholen, ja, also die ausgearbeiteten Fotos. Haben? Danke. So, da sind eure Bilder. Ja. Möchtest du dir deine anschauen? Bitte sehr. So, hier sind nun die Fotos von der Kinderparty und damit ist eigentlich unsere Sendung zu Ende. Ihr habt gesehen im Laufe der Zeit, was man mit der Fotografie alles machen kann. Wir haben euch alles gezeigt bis jetzt, was so im Großen und Ganzen es gibt. Es gibt natürlich noch viel mehr Detailbereiche, aber das wollen wir hier nicht alles zeigen, das würde den Rahmen der Sendung sprengen. Und ich hoffe, dass es euch viel Vergnügen gemacht hat, zuzuschauen bei uns. Ihr wisst, die Fotografie ist eine tolle Sache, aber wenn einmal was misslingt, dann braucht ihr euch nicht entmutigen lassen. Das passiert öfters, dafür werdet ihr aber immer besser mit jedem Mal. Und jetzt wünsche ich euch allen noch wirklich guten Erfolg und gutes Gelingen und vielleicht sehen wir uns bald wieder.